Also ich kann bezeugen, das Auto fährt 100 km/h. Oh. Und die ersten Geräusche gehen los. Als ich noch jünger war, bin ich lieber Automatik gefahren. Und jetzt mit zunehmendem Alter lerne ich das Schaltgetriebe zu schätzen. Magst du erzählen, was du bezahlt hast? Ja, also von da, wo ich ihn gekauft habe, habe ich den auch 700 Kilometer überführt auf Achse. Also da habe ich jetzt gar keinen Stress. Also ich bin Jahrgang 68 und ich sage dann halt, naja, also keine Ahnung, ich beabsichtige schon noch die nächsten 30 Jahre Auto fahren zu können, aber ja, da will ich die dann halt auch fahren und vielleicht irgendwo hinstellen und angucken. Einen wunderschönen Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal. Jens und ich sind gerade noch auf unserem Roadtrip, der allerdings schon vorbei ist, wenn ihr dieses Video schaut. Playlist zum Roadtrip findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Unter anderem waren wir auch bei dem lieben Markus, durften hier übernachten. Vielen Dank nochmal und er hat sich auch bereit erklärt, mit uns mal eine Runde in seinem 190er zu fahren. Und genau das machen wir jetzt. Zuerst schauen wir uns das Auto einmal an. Das Auto habt ihr gerade gesehen, das ist der dazugehörige Besitzer. Markus, stell dich und das Auto doch gerne einmal für die Zuschauer vor. Naja. Wenn wir dann die Scheibe hier frei kriegen. Ja, ja. Der ist Baujahr 89, hat jetzt ja, rund 266.000 Kilometer runter. Und ich habe den seit einem Jahr. Also letztes Jahr im September habe ich den gekauft, ist aus erster Hand und hat eine ganz lustige Ausstattung. Der hat also 4 elektrische Fensterheber und Kopfspitzen hinten. Ansonsten hat er nichts, also der hat keine Zentralverriegelung, kein Schiebedach, kein gar nichts. Ist der 2 Liter Diesel? 2 Liter 75 PS Diesel. Handgeschaltet? Ja. Genau, 4 Gang. Ja, wir haben das ganze Fahrwerk neu gemacht, die Hinterachse neu gelagert. Einspritzpumpe abgedichtet, neue Kupplungen, Kurbelwellen, Simmering, also einmal das alles neu gemacht. Jetzt wird er dann noch, Ende November wird er dann noch komplett Hohlraum versiegelt, weil das soll so perspektivisch ein Daily und, ich habe mal gesagt, Schlechtwetter-Oldtimer werden. Weil ich immer zu faul bin, ein Auto zu waschen, aber immer saubere Autos haben will. Wir haben ja gestern schon gesehen, das ist nicht dein einziger, du hast auch einen 126er in der S-Klasse, genau. 123er Kombi und ein Z3 bzw. Z4. Z4, der gehört deiner Frau. Genau. Du hast gerade schon gesagt, eigentlich war der als Schlechtwetter-Oldtimer gedacht. Ja. Wie ist jetzt der aktuelle Stand? Ja, ich fahre eher unabhängig vom Wetter, deswegen wird er auch Hohlraum versiegelt, aber ja, runterrocken will ich ihn trotzdem nicht. Also den will ich schon die nächsten paar Jahre behalten und erhalten. Also vom Zustand ist der ja auch echt noch schön. Also dafür, dass ja, über 200.000 gelaufen hat. Du hattest aber auch schon gesagt, du hattest hier die Leisten wurden irgendwie neu gemacht oder sowas? Ja, also wir haben jetzt letzte Woche haben wir mal unten die im Hinblick auf diese Hohlraumversiegelung haben wir jetzt mal die Schwellerverkleidung und die Sakkobretter nochmal alle komplett runtergenommen. Das ist also makellos, da ist kein Rost, nichts. Also es wurden die Wagenheberaufnahmen, die wurden geschweißt, die wurden gemacht, aber ansonsten
Die Schweller, die sind perfekt, also rostfrei. Ungewöhnlicher Karosseriezustand für die Laufleistung, ja, oder? Ja, tatsächlich, ja. Und ich muss auch sagen, dafür seine 75 PS vom Abzug her, der ist auch relativ spritzig. Also ist jetzt nicht so das Rennauto, aber für andere. Der Motor ist im 124er deutlich träger, also das macht jetzt da wirklich die... Der ist auch nochmal ein bisschen schwerer. Genau, das macht da wirklich das Gewicht aus und da ist der... Eigentlich passen Motor und Karosserie und alles passt doch nicht ganz gut zusammen. Ich kann übrigens bezeugen, dass Markus sich nicht extra wegen diesem Auto so farblich angezogen hat, denn gestern hatte er auch schon dieses schicke Sakko an. Aber ich hatte gestern das gleiche an. Genau, er macht ja nichts, aber du passt auf jeden Fall sehr gut zu diesem Auto oder das Auto passt sehr gut zu dir. Vielleicht hast du gar nicht das Auto gesucht, sondern das Auto hat dich gesucht. Ja, wahrscheinlich. Das kann ja auch sein. Wahrscheinlich. Ja, ich habe relativ lang gesucht und wollte so in der Preisklasse um die 5.000 Euro einen haben und da lag der auch so in etwa. Magst du erzählen, was du bezahlt hast? Ja, so 5,5 ungefähr. Fairer Preis. Ein Freund von mir, der kann da auch so ein bisschen dran schrauben und der hat in seiner Halle noch jemanden, der da so ein paar Sachen auch relativ preiswert und gut machen kann. Von daher hat es auch alles ganz gut funktioniert, weil ich kann jetzt nicht allzu viel. Da kenne ich noch einen. Ja, genau. Moin. Und bei einer Mercedes-Werkstatt hätte ich das jetzt nicht machen lassen brauchen, das Ganze, was wir da gemacht haben. Da hätte ich wahrscheinlich nochmal genauso viel bezahlt. Wahrscheinlich, ja. Ich bin echt noch nie in einem 190er Diesel mitgefahren, aber ich muss sagen, jetzt, wo er ein bisschen wärmer geworden ist, der läuft ja echt erstaunlich ruhig. Ja, ich hab's ja im Leerlauf, man merkt's, dass es ein Diesel ist, aber sonst während der Fahrt sehr angenehm. Ich habe es ja gestern auch schon mal gesagt, ich habe noch den 123er und 240er Diesel Kombi. Und damals, wo der hier rauskam, Anfang der 80er Jahre, das war dann ja ein anderer Motor, das war der Ulm 601. Das war also wirklich von der Laufruhe her und von der Leistung und allem war das echt ein Quantensprung. Also, merkt man schon, die Vorgängermotoren im 123er, die waren schon uralt. Ne? Also die gab es ja schon schlicht 8er und das war da echt eine enorme Fortentwicklung. Was auch auffällt, finde ich, wir sind jetzt hier in der Nähe von Nürnberg. Bei euch in der Ecke gibt es auf jeden Fall mehr davon. Also allgemein auch ältere BMW, Mercedes als bei uns in Norddeutschland. Ja. Also die Fahrzeuge werden gehegt und gepflegt. Ja, doch. Da fahren relativ viel davon im Verhältnis. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Wir waren jetzt in Aurich im Urlaub und das stimmt, da waren tendenziell weniger alte Autos als hier bei uns. Du hattest uns ja auch schon gesagt, du bist ja auch jemand, du stellst die Autos nicht nur in die Garage, du fährst die auch. Ja. Du bist auch schon mit Oldtimer in den Urlaub gefahren. Naja, das machen wir nicht immer. Also. Das hast du mit der Kiste wahrscheinlich auch vor. Ja, mit dem, also ich fahre jetzt dann. Wenn der im November dann komplett versiegelt ist und alles, dann fahren wir Anfang Dezember mit dem Ding in Schwarzwald. Mit dem Kombi waren wir schon unten. Den habe ich auch von da, wo ich ihn gekauft habe, habe ich den auch 700 Kilometer überführt auf Achse. Also da habe ich jetzt gar keinen Stress. Also. Es gibt ja immer solche und solche. Du bist auf jeden Fall einer von der schmerzbefreiten Sorte. Im Notfall habe ich ADAC Plus. Und wie du ja auch schon gesagt hast, oder was ja eigentlich auch stimmt, die Autos wurden ja zum Fahren gebaut. Und zu viel Standzeit ist natürlich auch nicht gerade förderlich. Ja, und ich sag mal, ich bin Jahrgang 68 und ich sag dann halt, naja, also keine Ahnung, ich beabsichtige schon noch die nächsten 30 Jahre Auto fahren zu können, aber ja, da will ich die dann halt auch fahren und irgendwo hinstellen und angucken. Verständlich. Also, das ist jetzt keine Wohnzimmerdeko. Die sind zum Fahren da. Mit der S-Klasse waren wir schon zweimal im Urlaub. Ganz kurze Anmerkung. Zur S-Klasse hat Jens schon ein Video gedreht vor ein paar Jahren. Was hatte der damals gelaufen? Noch unter 100.000? Der hatte damals 98.000 runter. Ja, jetzt hat er 125 runter. Womit wart ihr da im Urlaub? Also bist du ja in den zwei Jahren auch knappe 30.000 Kilometer gefahren. Ja. Also ich habe den 126er, den habe ich seit 2021. Seitdem sind wir, das darf jetzt meine Versicherung nicht hören, seitdem sind wir so 40.000 mit dem gefahren. Boah. Magst du mal fahren? Ich wollte es gerade fragen. Ja klar, gerne. Würde ich gerne mal machen.
190 Erfahrung habe ich ja schon, allerdings Automatik und Benziner, und ich bin tatsächlich schon sehr gespannt auf den direkten Vergleich. Man sagt ja immer so, Mercedes soll man sich eigentlich als Automatik kaufen, weil das Schaltgetriebe irgendwie scheiße sein soll. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das gleich mit als Vierganggeschalter fährt. Ja, ja, ich habe es ja gestern schon beim Z4 gesagt. Also, als ich noch jünger war, bin ich lieber Automatik gefahren, und jetzt mit zunehmendem Alter lerne ich das Schaltgetriebe zu schätzen. Eigentlich auch eine spannende Entwicklung, ne? Also ich kann dir als ehemaliger Autoverkäufer sagen, dass je älter die Leute werden, desto mehr Automatik. Auf jeden Fall. Mhm. Vor allem je größer das Auto dann auch wird, desto mehr Automatik definitiv. Ja, ja. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so, weil dieses ganze Schaltgetriebe oder Schalterfahren stirbt ja langsam aber sicher aus. Ja, ja. Und da ist man natürlich froh, wenn man das nochmal erleben kann, sag ich mal. So. Oh, das hatten wir gestern schon gesagt. Ich komme hier kaum mit dem Knie unten durch. Ja, aber ich bin jetzt schon groß für diese Autos. Ich habe jetzt das kleinere Lenkrad noch einmachen lassen. Ne? So, das ist erstmal sehr ungewohnt. Drei Pedale. Sollen wir dir noch mal erklären? Nee, das ist Rückwärtsgang. Gas, ja, genau. Ich will noch ein Stück zurück. Ja. Kupplung mit der Bremse. Ich bin tatsächlich noch nie einen alten Benz als Schalter gefahren. Noch nie. Jetzt hüpfen wir zur Tankstelle. Hüpfen wir zur Tankstelle. So, dann probiere ich mal mein Glück hier. Oh, bis jetzt läuft es ganz gut, oder? Ich wollte gerade sagen, der Wackeldackel fehlt dir, aber der ist hinten jetzt sehe ich ihn hinten. Also, da. Klappt doch schon mal ganz gut mit dem Anfahren, oder? Stellst dich ganz gut an, ja. Also, viele, also wenn man es nicht so gut kann, dann kommt dieser Bonanza-Effekt immer, dann fängt er das Hüpfen an. Oder? Das nee. Also ich würde mal ganz frech behaupten, wenn ich irgendwas kann, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen Autofahren. Ja. Schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ist natürlich aus heutiger Sicht ungewohnt lang übersetzt, das Getriebe. So, jetzt machen wir mal hier, kann man das Vollgas nennen? Kann man schon, aber es fühlt sich nicht so an. Aber das ist ja auch das Geile daran. Also das kann man schon sagen, dass das Fahrzeug ein bisschen entschleunigt. Ja, wobei, der kommt auf der Autobahn mit. Also der fährt auf, wenn man es will, Tacho 150, 160. Und der Tacho geht relativ genau. Also das habe ich schon mal mit GPS nochmal. Da könnte man sich aber in dieser Lautstärke nicht mehr unterhalten, oder? Doch, es geht eigentlich. Echt? Ja, das geht eigentlich. Ich habe es mal überprüft, wir haben einen neuen Tacho reingebaut, weil der alte war kaputt, da ging das übliche Tageskilometerzähler nicht mehr. Das jetzt steht gerade 31.000 drauf, weil man das eigentlich auch dem Auto abkaufen könnte, wenn man sich nur die Zählleisten anschaut. Also man kann davon mir gesagt mal den Motor Trockeneis strahlen und dann wirklich mit 31 verkaufen. Aber nee, einfach Aufkleber abnehmen mit den 200. Genau, 34 müsste da stehen, ne? 234.952 muss man draufrechnen, ja. Damit man es nicht vergisst. Ja, ja, genau. Genau. Ja, wie gesagt, das Holzdekor ist immer Geschmackssache, aber ich fand es ganz nett. Ich finde immer zu so einem alten Mercedes, da gehört Holz. Und auf jeden Fall. Ich finde das so. Gibt ja auch Konsorten, die würden das jetzt schwarz überfolieren oder so. Ja, ist tatsächlich so. Ich habe die Halle 77, die haben wir jetzt gerade so einen Evo-Nachbau irgendwie, so einen schwarzen. Mhm. Und da haben die das Holz aber in schwarz lackiert. Also es hat immer noch diese Holzstruktur. Und wie schaut das aus? Ich muss sagen, ich habe das Video nicht gesehen. Ja, das hat mir für das Auto eigentlich ganz gut gefallen, weil da ist das alles stimmig. Da passt es gut zusammen. Das finde ich dann nicht schlecht. Als ich noch in Hamburg gewohnt habe, eine Zeit lang stand an so einer Tanke auch so ein, ich glaube, es war ein Evo-Umbau, der da auch, weiß nicht, stand da jahrelang, habe ich jedes Mal beobachtet, plötzlich null verändert das Ding. Da dachte ich mir auch immer, wer kauft sich sowas, um das da hinzustellen und das einfach zu vergessen. Stand der draußen? Ja, der stand draußen. Ja. Neben der, also auf dem Tankstellengelände, stand noch so ein, zwei andere Autos, die haben immer durchgewechselt, aber ich vermute mal, das ist ein Nachbau, also ich hoffe. Naja, weil die echten, die sind ja doch ein bisschen zu teuer zum Rumstehen lassen. Ja. Ne? Also das wäre ein bisschen. Ja, doch jetzt bergauf. Vergleichbar mit Evo. Aber da musste mal den 123er fahren. Ne? Also da, den da mit Automatik. Also da ist der hier spritzig. Deutlich spritziger. Ja. Ja.
Was ich auf der Autobahn ab und zu vermisse, ist tatsächlich noch ein fünfter Gang, wobei, wenn man sich mal überlegt, also ich fahre jetzt 90, du sagst, da gehen ja noch 60 km/h mehr. Ich glaube, Verzeihung. Das kommt ja auch. Mit nur einem Vorbesitzer hast du ihn gekauft, hast du gesagt. Mhm, genau, das war irgend so ein Arzt aus Ingolstadt. Jahrgang 1938, deswegen, der hat auch so ein paar. Also mein Schwager hat den rechten Kotflügel lackiert, weil da war ein größerer Kratzer drin. Da wird halt irgendwann das Garagentor zu eng mit zunehmendem Alter. Soll er so sein. Ja, vor allem, was ist das für ein Baujahr? 89. 89, der hat ja auch schon einiges erlebt in der Zeit. Ja, ja, der hat den auch gefahren. Wo lang? Also das ist. Da bleibt sowas natürlich nicht aus. Ja, ja, klar. Aber darüber. Geradeaus. Aber der stand offenbar immer in der Garage, deswegen ist der Karosseriezustand halt so, wie er ist. Ne? Das stimmt. Also, muss ich sagen. Deswegen habe ich gesagt, ich investiere das jetzt dann, dass der dann versiegelt wird und dann, weil das lohnt sich auch bei dem von der Substanz her. Wenn der jetzt halb durchgerostet wäre, hätte ich gesagt, na komm, dann fahre ich den, bis er gerade zusammenfällt und dann ist gut. Aber dann hättest du das damit gemacht, was du eigentlich vorhattest. Ja, ja, dann hätte ich den halt. Aber ich muss sagen, also das, was mir jetzt immer gesagt wurde, kauf keinen alten Mercedes mit Schaltgetriebe. Es ist auf jeden Fall sehr ungewohnt zu schalten, aber ich finde so. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Beschissen, wie alle sagen. Das ist doof. Ist ja noch der Berufsverkehr. Ja, ja, das ist ein bisschen doof. Aber wie gesagt, also ich finde die Schaltgetriebe von denen nicht verkehrt. Besser als erwartet. Mhm. Also ich kann bezeugen, das Auto fährt 100 km/h. Ja. Die ersten Geräusche gehen los. Naja, das nicht, ist dass diese, es am Ende heißt, ich war das. Ich weiß, nee, das ist dieses, das sind die Lamellen da hinten. Die sind so, da musst du entweder, ja, da musst du so ein bisschen 110 fahren, dann geht's weg. Das ist so bei so einer bestimmten Drehzahl. Aber auch nicht mehr als 110, weil hier auf der Bundesstraße, da stehen sie öfters und messen an. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wäre jetzt blöd, ja. Wobei ich schon mit meinem langsamsten Auto geblitzt worden bin. Wie schafft man das eigentlich? Mit dem 123er in der 30er-Zone, ne? Mit 46. Also das schafft er tatsächlich, ja. Das kriegt er gerade noch. Und das ist richtig teuer. Also die 46, das hat dann 98,50 Euro gekostet mit Gebühr. Also 70 Euro und 28 oder 25 Euro und Gebühren und 3,50 Euro Porto oder sowas. Tja, was lernen wir daraus? Immer an die Geschwindigkeit halten und ja, wenn nicht, dann am besten nicht blitzen lassen. Mhm. Markus, danke, dass ich fahren durfte. Danke, dass du uns und den Zuschauern das Sehr Auto gerne vorgestellt hast. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ihr kennt das Spiel und abonniert diesen Kanal.